Haben niegelnagelneues MSI Mainboard mit 3.1er USB, also diese roten. Und jetzt kommt die Cam darauf voll nicht klar. Ja, die ruckelt oder und leckt die ganze Zeit. Merkwürdig, ne? Zum Kotzen. Ich habe die einmal richtig eingestellt gehabt. Das war gestochen scharf, das Bild. Auch mit einem rausge-Chrome da. Und seitdem nie wieder. Also als ich einmal alle drei dran hatte, die eine ja hier auf das Ding, dafür wollte ich die eigentlich wieder haben. Funktionieren alle drei nicht mehr richtig. Warte mal. Burschi, moin, Christian Weingärtner, alles klar? Geh testen. Viel Spaß dabei. Und Matze, wir haben Feld Nummer 8. Habe ich nochmal mit 30.000 hinterhergeworfen. Das sind dann nochmal 30.000 obendrauf, bevor die den Auftrag wegschnappen, weißt du? Ich tausche. Das sind andere Aufgaben. Ja, habe ich. Ich tausche mal den Düngerstreuer. Ich verkaufe den kleinen, schnappe mir den großen und... Alles klar, sehr schön. Ja, dann schnappen wir den die ganzen Düngeraufträge weg, würde ich sagen. Ich fahre schon mal durch und mache auf der 8 weiter. Dann haben wir die dicken, fetten Batzen schon mal einkassiert. Oh Gott, ist das hier eine vertrauenswürdige Brücke? Ich glaube nicht. Alter! Kauft so viel Reichtum im Mittag habt ihr. Wir wollen noch Träger, vergesst das nicht. Macht Bäcker. Ja, beruhig dich mal, bleib mal geschmeidig. Ah, der Bäcker, der haut das Geld raus, ne? Schön locker flockig durch die Hose atmen, Kollege. Wir kennen uns, Killerclown. Moin. Balu, Mahlzeit. Wo erkennen wir uns? Nicht, dass gleich kommt, ich bin dein Vater. So, Feld Nummer 8. Alter, das wird ja mal größer. Ja, Feld 8 ist das größte Feld auf der Karte. Aber es gibt 30.000, ne? Brauchen wir denn dafür 130? Während ihr das Geld einfach so zum 130. Fenster rausschmeißt? Wir machen gerade auch noch ein bisschen, vergesst das nicht. Wir holen das Geld so schnell wieder rein. Ah, ich weiß nicht. Ja, Chris, Challenge accepted. Zieh dich warm an. Hä? Zieh dich warm an! Meinst du? Ich muss gleich erstmal... Weißt du, was wir noch brauchen? Ich brauche noch Flüssigdünger. Das reicht nicht ganz. Ich bringe den Hänger hoch. Wo erkennen wir uns denn, Killerknauen? So, du ein, ich ein. Boah, kannst du sagen, bin ich überhaupt auf Feld Nummer 8? Jetzt wirkt das so klein. Afterdene! Hilvineder! Malzer! Jetzt wird ein Schuh draus, der Afterdene. Das der sagt mir irgendwas. After ja. Der macht aus kleinen Arschlöchern große Arschlöcher. Der After-Ding. Oh Mann, das erinnert mich immer an die Zeit. Ja, das war echt eine lustige Zeit. Ich habe schon mal bei dir gezockt. Okay, unter welchen Namen denn? Habt ihr euch ja alle umbenannt. Und ich denke hier immer, ich habe hier neue Zuschauer. Alles die alten noch. Das ist zwar nicht unser Dünger, Alex, aber nimm einfach mit. Was? Das geht? Ich denke, das geht nicht. Geht nicht. Oh, shit. Also das heißt, ihr könnt was von uns abkaufen, wenn ihr wollt. Nee, so viel Geld haben wir noch. Wir haben jetzt alles Wichtige erstmal gekauft und jetzt haben wir noch 50.000. Matze, wir kaufen das für wenig Geld ein und verkaufen das für teures Geld an. Die kaufen uns das bestimmt ab. So, das ist erstmal für mich. Afterdene bis zu 1,50 Meter. Oh, und noch drüber hinaus, du. So, ist voll. Jetzt kaufe ich dir Dünger. Wie viel passen da rein? Hm, 3.200, das heißt 3 Paletten. Ah, Christopher LS19, das sagt mir irgendwas. So, kann's auffüllen. Alexander, vorne Spitzen, hinten auseinander.
Das ist ja wie mit Erich, du. Ja, vorne er, hinten nicht und so. Nicht. Jetzt haben wir noch einen Alexander. Alter, ich habe ja auf der Rahmenport noch nicht eine Minute verbracht, ne? Echt nicht? Nee. Ich fand die Felsbrunnen irgendwie geiler. Ja. Nee. Ich finde beide irgendwie cool. Ja, ein Kollege von mir. Amerikanische. Ein Kollege von mir, der mit dem habe ich auch zusammen gespielt, der ist Modder. Und der hat da aus der Felsbrunnen hat er was richtig Geiles gemacht. Also. Okay. Das war echt eine geile Leistung. Also der hat da schon vorneweg einen Hof gemacht. Also, dass man quasi wieder so anfängt wie in LS17. Man hat einen Hof, man hat schon Standardfahrzeuge und so. Ah, okay. Na, ich bin mal gespannt, wann die ersten Produktionsstätten hier kommen. Ach, das finde ich eigentlich echt traurig, dass sie das nicht auf die Kette gekriegt haben. Ja, ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch. Was hat das Giant? Nein, beim Unternehmen als Maschinenführer. Die armen Maschinen, sagen, ne? Alter. Maschinen. Bin Alexander. Vorne zusammen, hinten auseinander. Ja. Ich hab Erfahrung mit dir, Schlepper. Ich hab streuen selbst, aber mein, wo hab ich gelernt? Mein Ausbildungsbetrieb. Ich hab auch gestreut, gegrubber, gepflügt, Scheibe weg, Kortscheibe weg, Tiefengehaar, Gülle gefahren mit 18 Kubik, Waffe, Schwade, gemäht. Noch was, welche Frage? Ich glaube, es hat keiner gefragt. Nee. Uns tun nur die Maschinen leid. Warum? Ja, sind die jetzt alle kaputt? Nein, ich bin... Noch nicht, ab morgen. Nein, alle halt. Ich fahre da bin ich nur MF gefahren. Mein Chef. Und nix Fan. Da. Nach dem Update, also was sich alles geändert hat, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass du jetzt die Landschaft mit verändern kannst. Na, das habe ich auch schon gesehen. Das ist sehr, sehr cool. Landschaftsbau. Einfach im... Kaufmenü rein und dann hast du da oben eine Schaufel und dann kannst du das alles angleichen. Was sehe ich da eigentlich gerade? Ah ja, das ist okay. Das kann man sehen. Seid ihr schon beim Sehen? Ja, ja. Natürlich. Unser, auf unserem Feld war nur Unkraut gewachsen. Und weißt du, was das Geile ist? Ich pflüge, grubber und sehe in einem Schritt. Also hast du doch an. Nee, ich habe mich nur einfach mit dem Spiel befasst und weiß, welche Geräte man aneinander hängen kann, was funktioniert. Ah, nee, ja, ich habe das auch schon gesehen, aber nee. Nee. Ich habe auch schon gesehen, dass einer komplett Gras mäht, zusammenschwadert, presst und gleichzeitig die Ballen hinten auflädt. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. So eine ganze Kette hat der gemacht. Das ist jetzt aber doch ein bisschen übertrieben. Ja. Ah, sowas machen wir ja nicht. Das sieht ja nicht gut aus, dann. Das sieht gut aus. Oh, ich bin leer. Wer eigentlich für einen Stream das Optimale? Weil dir dann keiner zugucken muss, wie du 6 Stunden lang grubberst. Like Beate und so. Aber das war ja auch nicht live, ne? Auf der... Ja, nee. Sag mal, Projekt Mecklenburg fehlt hier irgendwie so ein bisschen, ne? Ja, gell? Man muss ich mir das erzählen, du hast aber auch einer nach Pfanne, ey, ohne Scheiß. Ja, das hab ich in der Gruppe gelesen, als ich da aufgewacht bin, morgens zur Arbeit. Jo, ich bin fertig mit Grubbern. 6 Stunden. Alter. Oh, nee, ey. Und fehlt das war noch Liebe zum Spiel, ne? Becker. Ja. Becker. Was? Und für den Anhänger für den Metascher. Ach, wir haben noch 43.000, jetzt macht ihr mal keinen Kopf. Nein. Muss erstmal sehen und gewachsen werden. Ich muss erstmal die Beate noch? Ja, ab und zu. Also sie hat auch LS19 und ab und zu spielt sie auch noch. Aber mit Haley und Dean und so ist das alles so eine Sache für sich, mit Dean seinem Diabetes und alles. Ah, okay. Max ja, Hilbert sagt mir was, ja? Hat jetzt auch Magen-Darm. Sie hat Magen-Darm oder er? Dean hat Magen-Darm. Dean hat Magen-Darm. Und mit seinem Zucker und wenn er da nichts isst, dann gehen die Hungerketone hoch und so ein Scheiß. Ach du Scheiße, okay.
Also, wir sind hier echt eingespannt. Soll ich sonst schon welchen zu Deswegen habe ich auch Zeit zu zocken, weil ich so eingespannt bin. Becker, soll ich doch schon mal welche Mission machen? Du kannst dreschen, wenn du willst. Ja, nehmen an die Mission. Ich denke, ihr seid gerade beim Ansehen oder könnt ihr jetzt schon dreschen? Ist das schon fertig? Missionen! Ja, weil er eben schon auf dem Drescher stand oder immer noch auf dem Drescher steht, habe ich gesagt: Ja, fang doch an zu pressen! Fang doch an zu dreschen! Verkaufte Fahrzeuge, 2700. Ich, der Düngerstreuer, Kleine. Ja. Oh, ja. Wir machen aber auch eine Patte hier, du. Hier läuft ja die Patte so durch, du, wa? Ich sag nur, wir haben größeren Düngerstreuer. Ich hab einfach mal Nummer größer genommen. Vor allen Dingen die. Komm, der Zug, hab ich Glück gehabt. Wir. Gerade noch so rübergekommen. Alter, das war knapp. Die Schranken gehen aber so kurz vorher runter, ne? Ja, und dann kommt auch schon direkt der Zug. Ich muss auch was kaufen jetzt hier. Pflanzenschutz. Quatsch. Dünger. Flüssigdünger. Ich hole mal unsere erste. Ich habe mich umbenannt auf Hilbinader. Ja, Max Tilbert, sag mir was. So, der müsste reichen. 2000. Damit müsste ich das Feld fertig kriegen. Ich muss nachher auf jeden Fall nochmal, was mich richtig ankotzt, diese scheiß Kameras da oben ausprobieren. Also, die eine flackert, die andere hat das Bild nicht scharf. Schmeiß sie doch weg, kauf dir eine neue. Ernsthaft? Ja, aber echt, ey. Aber was für eine? Kauf dir eine stinknormale Logitech. Ja, die hab ich doch. Ich schmeiß drei Logitechs weg und kauf mir dann noch eine. Und kauf mir noch eine vierte. Wie war das noch bei Olli? Wer billig kauft, kauft viermal, ne? Ja, genau. Aber bevor du sie wegschmeißt, die alle mir. Ich hab Verwendung davon. Gib mir sonst. Bei Ranzratte zum Beispiel habe ich gesehen, der hat so eine geile Kamera. Aber das ist eigentlich nicht so eine Webcam, wie man sie ursprünglich kennt. So eine, weiß ich nicht, Canon oder was hat er da vorhängen? Aber am PC? Ich habe eine Trust-Kamera. Disco. Die läuft, funktioniert, hast keine Probleme. Nee, laufen soll sie nicht. Sie soll einfach nur da oben hängen. Toll. Ich meinte das umhängen und dass die funktioniert. Das ja, war. Weißt du, Alex, benutzt du einen Greenscreen? Nein. Na, siehst du. Nein. Dann sei einfach still. Ja, ich glaube, da muss die Kamera ordentlich... Da braucht die Kamera ordentlich Leistung für. Das hat die eigentlich. Die war ja auch nicht billig. Eigentlich sollte sie das haben, deswegen sage ich ja, weil die nicht billig ist. Bevor du sie in Müll schmeißt, gibst du sie mir. Oder mir. Ah, jetzt, deswegen ratet ihr mir alle, die Kamera zu verkaufen und eine neue zu holen. Ja. Scheiße, jetzt sind wir aufgeflogen. Scheiße. Aber echt. Ich glaube, das ist nur eine Einstellungssache. Von mir oder von der Kamera? Von beidem. Also, ich denke... Oh, jetzt werde ich wieder unscharf. Siehst du das? Guck mal, das mag die nicht. Ja, oder die ist zu weit weg. Ah, nee, ich muss da... Also, hast Problem, du deinen Autofokus an? Ja. Dann mach den doch mal aus. Und dann? Meine Leute... Dann zeigt sie dich ohne irgendwie verzerrt oder irgendwas. Sie zeigt dich so, wie du gerade davor sitzt. Das könnte aber vielleicht auch negativ... Das negative. Siehst du ja dann, aber ein Versuch ist es wert. Negative Auswirkungen haben. Das siehst du ja dann, aber es könnte halt einfach funktionieren. Habe ich bei mir auch gemacht. Mein Autofokus ist aus, weil ich sonst immer verschwommen bin, weil die nicht aufhört zu fokussieren. Das kenne ich. Bei mir habe ich so weggeschalten, den Autofokus. Ich schau mal, oh geil, richtig geil. Jetzt meldet sich mein Headset. Moment, muss ich mal aufstehen? Akku leer. Ja. Hast du auch so ein Druck-Headset von Logitech? Das G39? Das Problem ist, ich sitze ja nicht vorm PC, sondern vorm Fernseher. Ach, davon hat Olli die Macke mit dem Fernseher. Nein, hat er nicht. Ich hab die Macke, weil das einfach mega geil ist. Wenn du vor so einem riesen Bildschirm sitzt.
So, jetzt. Oh. So, angeschlossen ist das Headset. So, jetzt gucken wir hier Autofokus.